Gletscher, die dann am meisten die Schmelzwasserflüsse könnten also von ihrem Ausmaß her die Erklärung für die großen jährlichen Alpenlücken sein. Noch sei sie doch zu tun, den Fund so weit zu verallgemeinern, betont die Forscherin. Unter anderem, weil erst einmal weitere Gebiete untersucht werden müssten. Falls sich die Beobachtung jedoch halten lässt, könnte sich wieder der Stoffstrom aus Grönland.